Ein Auftrag der Schweizer Luftwaffe ist ja Schützen vom Luftraum. Und eine aktive Massnahme, um das durchzuführen, haben wir den Luftpolizeidienst. Und dementsprechend ist es ein bisschen wie am Boden. Die Polizei ist eine Kontrolle, die wir durchführen, um verschiedene Sachen zu überprüfen. Zum Beispiel, falls ein Flugzeug einen Funkausfall hat und nicht mehr mit dem Boden kommunizieren kann, dann werden wir alarmiert und schicken wir meistens zwei F-18, wo sie dann den Kontakt aufnehmen mit dem interzeptierten Flugzeug, das nicht mehr kommunizieren kann. Mit verschiedenen Massnahmen. Wir versuchen zuerst den Funkkontakt aufzunehmen in der internationalen Notfrequenz. Zweitens gehen wir uns zeigen vorne dran, dass der Pilot Sichtkontakt hat. Und dann mit den Flügelzeichen, mit Flügelschwanken, um uns zu sagen, jetzt folgen. Und falls alles andere nicht funktioniert, gibt es noch eine letzte Warnung. Das sind die sogenannten Warning Bursts. Das sind verschiedene Flares. Das sieht ein bisschen aus wie ein Feuerwerk, das der F-18 rauslässt. Und das ist definitiv ein Signal, um zu sagen, und jetzt müssen sie folgen. Schlimmere Massnahmen müssen treffen. Im schlimmsten Fall, der letzte Eskalationsstufe, wäre der Abschuss. Wir haben zwei verschiedene Typen von Missionen. Wir haben Live-Mission. Das sind Missionen, die wir gehen, überprüfen gehen. Staatsflugzeuge zum Beispiel. Von denen haben wir relativ viel. Wir haben 300 plus Missionen im Jahr, also fast eine pro Tag. Und dann haben wir die zweite Art von Missionen. Das sind Hot-Mission, das ist, wenn wirklich etwas brennt und wir müssen schnell reagieren. Und dort haben wir etwa eine pro Monat so indikativ von diesen Missionen. Gemäss ICAO-Rule sind meistens 300 Meter gefragt, um dort einen sicheren Abstand haben von einem Flugzeug, das nicht weiss, dass er interzeptiert ist. Heute in diesem Fall war ich an Bord, um auch die Sicherheit zu gewährleisten. Und wir durften etwas näher fliegen. Als Militärpilot sind wir uns gewöhnt, im Patrouille operieren, in relativ näherer Distanz.